Nach dem Konzert, das ich mit den jüngeren Leuten gemacht habe, habe ich mich praktisch entschieden, ein Stück zu probieren, das mehr von äußeren Einflüssen bestimmt ist, wie zum Beispiel für wen ich schreiben will, also für was für Leute, was dann nachher auch sagt, für was für Instrument vielleicht. Und das versuchen, so weit wie möglich zu formalisieren, sodass es sich eigentlich zugleich gerade wieder mir die Kontrolle entzieht. Sodass ich ein Stück bekomme, das sozial ausgerichtet ist, das mit Personen zu tun hat, sogar vielleicht auf der strukturalen Ebene mit Namen, also mit Widmungen oder mit irgendwelchen verschlüsselten Namen, die einfach mal da sind, die aus meinem Vorleben kommen. Und weniger gerade schon daran denken, jetzt muss alles so innermusikalisch angelegt sein. Also jetzt müssen die Töne aufeinander auf die und die Art losgelassen werden. Sondern mehr so in einen Kompositionsprozess hineingehen, der bestimmt ist durch eine Sehnsucht, ich möchte jetzt etwas ganz Radikales machen, wo aber, und das führt natürlich im Ansatz zu Cage zurück, wo sich noch mehr als früher, und das will etwas heissen, meinem Geschmack entzieht. Also, dass ich nicht etwas geschmackvoll Ästhetisches mache, sondern etwas, das gewissermaßen von außen determiniert ist. Und das auf eine möglichst verrückte Art. Also, jetzt habe ich da, man kann natürlich eine Zahl Pi nehmen, oder man kann von Zahlen ausgehen, aber man könnte jetzt auch zum Beispiel davon ausgehen, dass ich sage, am 11.01. Bertha, am 14.02. Tommaso, am 27.02. Mariona und am 17.03. Cristiano. Also etwas höchst verschlüsseltes, das aber bereits Ansätze von Strukturen zeigt, obwohl es eigentlich Geburtstage und Geburtsmonate sind. Aber Vorstellungen von Klängen oder von Instrumenten hast du ja auch. Was ich schon lange gerne machen möchte, was in Ansätzen immer wieder so meine Wünsche bestimmt, wäre ein Stück, wo auf einem Notensystem Platz hat, obwohl es ein komplexes, also ich mache ja keine simple Stücke, ich mache ein Stück, das einfach aussieht, aber wo eine innere Komplexität haben durch die Verknüpfung der Elemente, die ich brauche. Und ich werde mal versuchen, das auf ein Notensystem zu bringen, wo. Warte, ich zeichne das. Ach so. Schau bitte. Fünf Notenlinien, ein Notenschlüssel und eine Note, die genau in der Mitte von dem System steckt, also das D. Das D ist sowieso der schönste und der mittlerste und der beste Ton für mich. Und jetzt quasi schon eine Symmetrie angelegt ist in den Tönen, die sich jetzt ergeben, wenn ich von dem D aus denke. Ich muss ihn einfach noch schnell zeichnen, dann sieht man sie. Geht es mal so weit, es geht dann natürlich noch weiter. So, das ist nachher symmetrisch. Man sieht also, jedem B entspricht das Kreuz genau von der Mitte aus. Das ist auch tastensymmetrisch. Das Klavier ist auch so gebaut, ist um das D umgebaut und nicht um das C herum. Und von dieser absolut strikten und eigentlich idiotischen Prämissen aus könnte man gehen.